Jennifer von WeConnect und ich bin hier auf der Big Data Mainz mit Herrn Schmidberger. Hallo. Herzlich willkommen. Würden Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen, Ihren beruflichen Hintergrund erläutern? Mein Name ist Markus Schmidberger, ich bin von der Scout24 AG. Ich leite dort das Data Technology Team. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Datenplattform von Scout24, wo wir alle Daten sammeln. Wir haben da zwei Teams, das eine Team, was die Datenplattform baut, ein anderes Team, was den ganzen einfachen Zugriff zu den Daten steuert. Ich habe auch noch die Verantwortung für die Data Science Teams, mit denen wir interessante Data Science und Artificial Intelligence Use Cases bauen. Etwas Grundsätzliches vorab, auf unserer Website haben Sie ja so einen kleinen Lebenslauf und da geben Sie an, dass Daten die Kronjuwelen jeder Firma sind. Können Sie das vielleicht ein bisschen näher erläutern? Jeder Firma wäre schön, wenn jede Firma schon so weit wäre. Wir bei Scout24, das ist ja Autoscout und ImmoScout, also wir sind zwei klassische E-Commerce-Branchen, die wir betreiben. Und wir haben halt für uns erkannt, dass Daten das ist, wo wir ganz viel neuen Businesswert rausholen können, vom Analysieren, wo die Leute herkommen, die auf unsere Webseiten gehen, wie sie sich verhalten, aber auch welche Inserate wir bekommen, da können wir ganz viel draus machen und im Hinblick auf Artificial Intelligence natürlich aus den Daten neue Use Cases bauen. Und darum sagen wir gerne, dass die Daten unsere Kronjuwelen sind. Jetzt haben Sie es ja gerade auch schon gesagt, dass Sie bei Scout24 halt für die Data-Landschaft und auch das Data-Science-Team verantwortlich sind. Was ist denn so Ihre Vision der IT der Scout24-Gruppe? Darüber geht heute auch witzigerweise mein Talk, dann bin ich auch hier. Wir haben bei Scout die Idee, dass wir wirklich Self-Service Analytics umsetzen, dass jeder von Scout alle Daten, die er braucht, selber analysieren kann. Und mit jedem meinen wir wirklich jedem, von denen, die im Travel-Team sitzen, bis zu den Analysten, bis zum Management. Jeder soll die Möglichkeit haben, im Idealfall alle Daten, die er sehen darf, selber zu analysieren. Wir haben 1200 Mitarbeiter, wir haben 700 Leute, die unser zentrales BI-Tool täglich nutzen. Sprich, wir haben unser Ziel, dass mehr wie die Hälfte der Firma Daten immer, wenn möglich, es auswertet, erreicht. Wir sind auch ein bisschen stolz drauf, dass wir hier wirklich datengetrieben arbeiten. Und das ist unsere Vision. Aus den Daten, aus unseren Kronjuwelen neue Einblicke gewinnen, neuen Businesswert schaffen. Was würden Sie sagen, wie bedeutend ist Big Data für Sie im Vergleich zu anderen Innovationen der letzten Jahrzehnte? Wir bei Scout sprechen relativ wenig über Big Data. Weil wir haben jetzt halt, wenn wir uns vergleichen mit selbstfahrenden Autos oder mit Medizin, haben wir jetzt nicht Big Data, sondern Data. Aber uns geht es eben ganz viel darum, aus verschiedene Daten zu kombinieren und zu schauen, wie können sie den neuen Businesswert erzeugen. Also Data ist für uns eins der wichtigsten Sachen und auch für die nächsten Jahre. In jeder Strategie steht Data spätestens an zweiter Stelle. Sie haben gerade ja schon kurz angesprochen, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben sollen, auch auf diese Daten zuzugreifen. Da gibt es natürlich jetzt noch diese Herausforderung, Thema Datensicherheit, Datenschutz. Wie sieht es denn bei Ihnen aus bei Scout24? Wie gehen Sie damit um oder was sind so Ihre größten Challenges? GDPR, Datenschutz, ist natürlich ein Riesenthema. Er hat uns auch in den letzten 12 Monaten sehr stark begleitet. Wir haben ein Rechtemanagement über unserem Data Lake aufgebaut. Nur die Leute, die die Daten sehen dürfen, dürfen sie sehen. Wir haben auch alle Mechanismen implementiert, um Daten zu löschen und auch entsprechende Auskünfte zu erteilen. Also Datenschutz ist für uns sehr hochgeschrieben, ist uns sehr wichtig. Aber es gilt natürlich auch immer abzuwägen und auch immer ganz genau informiert zu sein über den aktuellen Stand. Was können wir mit den Daten noch machen, um neue Einblicke zu gewinnen, aber auch die Privatsphäre unserer Nutzer zu schützen, weil Scout ist, we connect people, cars, home. Wir verbinden die Menschen. Die Menschen sind das Wichtigste für uns. Und wir wollen sie natürlich so gut wie möglich verbinden, aber auch die Privatsphäre schützen. Um jetzt noch einmal auf die Big Data Mainz zurückzukommen, gibt es denn einen Vortrag, auf den Sie sich heute besonders freuen? Ja, es gibt heute Nachmittag die Diskussionsrunde, wie künstliche Intelligenz in der Zukunft Analytics ablösen kann. Und ein Thema, was bei uns auch diskutiert wird und bin gespannt, hier von anderen zu hören, was die in dem Bereich machen. Sie waren ja auch 2016 bereits auf der Big Data Mainz. Was hat Sie denn dazu gebracht, dieses Jahr wiederzukommen? Networking. Ja, also man kann hier sehr viel Networking machen, sich sehr viel austauschen. Habe auch gerade wieder da hier mit einem Partner am Stand lange geredet. Aber auch die Vorträge sind irgendwo nicht C-Level, aber auch nicht Entwickler, finden so ein schönes Mittelding, wo man viele interessante Punkte mitnehmen kann, um
die eigene Firma, wo man arbeitet, dann noch einen Schritt weiterzubringen. Vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Interview. Danke. Und ich wünsche Ihnen natürlich noch ganz viel Spaß auf der Big Data Mindset. Danke.